So, zurück zur Horizon Zero Dawn. Ich bin mit dem Stufenzeug ein bisschen näher beschäftigt, und zwar Stufe 25er, das sollten wir erstmal lassen, weil es ist noch momentan sowieso rot auf dem Screen. Und die Stufe 7 auf Vorrat sind, also in dem Vorratslager. Das ist eine Sidequest, die können wir schon machen. Na, dem steht nichts im Wege, weil es ist eher zu empfehlen. Weil jetzt eine Stufe 25er Quest zu machen mit dem Level, was wir haben momentan, das ist zu wenig für die Quest. Deswegen habe ich mich da entschieden, dass ich erstmal die Quests mache, die ich auch vom Level her machen kann. Weil sonst. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Also sonst habe ich nur Probleme. Wow. Die sind schon mehr Standard, die Gegner, die gegen die dürfte ich keine Probleme haben. Oder weniger Probleme. Okay. Ich hole hier. Okay, da ist noch so einer. In your face. Dann ist noch einer von denen. Na gut, jetzt aber schnell weg hier. Okay, nee, das war nichts. Nee, das ist ein Fuchs. Ein Kriegerpfad. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Dann wollen wir was mal plündern. Dann wollen wir es mal plündern. Das Lager. Da kommen sie. Sie oder wir? Okay. Ich finde die Musik im Spiel noch besonders toll. Die ist echt schön. Es ist auch ein sehr weitläufiges Game und hat auch ziemlich viele Details, das gefällt mir. Ich glaube, das da oben ist es. Keine Traumweite.
Getreide. Nur ein paar Scherben. Nur ein paar Scherben. Immerhin ein paar Scherben. Sei froh, dass überhaupt was drin ist. Das andere Vorratslager da unten. Und hoffentlich mit mehr Utensilien. Ah ja, das sind die ganzen Läufer da vorne. Das sind die ganzen Läufer. Könnte aber gerade mal... Na, da habe ich auch ein bisschen erweitert. Bei dem Ganzen. Vielleicht könnte man sie überbrücken. Aber wo kann ich das lernen? Okay, hat nicht ganz funktioniert, wie ich wollte. Gut, dann stirbst du halt. Ich komme hier raus. Na, mit den Stolperfallen, das ist nicht ganz einfach zu handhaben. Denen irgendwie eine Falle zu stellen. Okay. Das hat doch ganz gut funktioniert. Gibt die neue P, sondern den Draht kann ich gut gebrauchen. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Ja, das ist noch eine relativ simple Quest. Ich denke mal, da kommen noch wesentlich schwierigere später. Da oben, okay. Okay, verstehe schon, was ihr wollt. Verstehe schon, wie ihr das wollt. Ich darf darüber hüpfen. So jedenfalls nicht. Ach, klasse, jetzt spawn ich wahrscheinlich da an dem oder im Feuer wieder. Ich will spawnen hier, okay, das ist relativ okay. Los, der Kill ist ja, der Kill ist jetzt wahrscheinlich weg, den ich hatte. Natürlich warst du das gewesen. Aber nix, hat's gewichen. Ah,
Au. Oh, ich werde nach dem Part, glaube ich, mal das Fenster zumachen. Was ist mit denen davon los? Oh, sweet. Das war ein richtig nicer Kill. Vor allem waren das gerade sehr viele XP, die ich da bekommen habe. Und eine Menge Teile. Sein. Also nochmal hochklettern und dann wieder gucken, dass wir das gelöst bekommen. Aber es war ein nicer Kill vorhin mit den ganzen. Oder es war nice gemacht vorhin mit den ganzen. Diesem Mehrfachkill, das war cool. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Und natürlich muss ich es verkacken. Oh Mann. Wisst ihr was? Ich würde gleich offscreen die Teile. Ich werde gleich offscreen den Kram nochmal. Die Viecher nochmal nachkillen. Das ist einfach nur Scheiße, was da gerade geschehen ist. Na, ja, das trifft so gut wie gar nichts. Na komm, ich nehme wenigstens einen von euch mit. Verarschen, während der Jagdquest, hatte ich keine Probleme mit euch. Was soll denn der Scheiß? So. Aber
So, okay. Jetzt habe ich zum dritten Mal das Ganze gemacht. So, diesmal bitte nicht schon wieder versagen. So, geht doch. Keine Traumweide, nur ein paar Scherben. In diesen Lagern ist keine Traumweide. Das wird Fia interessieren. Also nochmal zurückgehen und sie deswegen ansprechen, sozusagen. Dass in den Lagern keine Traumweide gewesen ist. Was mache ich denn da mit der Waffe? Schön instant außer Gefecht gesetzt. Sind aber ganz schön pissig momentan. Ist wieder abgehauen. So geht's natürlich auch. Jetzt muss ich aber mit der einen reden. Wegen der Traumweide. Dass es da eine zweite, andere Chance gibt. Was sterben muss der Typ sowieso, wie ich das mitbekommen habe. Es geht nur darum, ihm seinen Abschied etwas zu erleichtern. Und das ist jetzt quasi unser Ziel. Die Energiekerne, mal gucken, wo wir die dann herbekommen. So, mit dem Rifle dazwischen, ich will schneller gehen. Immer schön leise. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Bald. Gutes widerfährt denen, die auf der Lauer liegen. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Nett. Wow. Das war ja gerade richtig nett. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Egal. Nora dort. Oben auf dem Berg.
So, entweder gibt es quasi die richtige Quest oder. Beziehungsweise. Entweder geht es da quasi weiter oder keine Ahnung. Wird sich gleich zeigen. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer und Sägezähne. Sehr gefährlich. Okay. Ich werde gehen. Leb wohl. Okay, das heißt, jetzt geht's quasi nach. Ja. Da hinten ging's quasi weiter und da ist die andere Mission, das Banditenlager. Und das Banditenlager. Das Stufe 25, das Stufe 15 ist zu groß für uns. Doch, das Banditenlager können wir machen, das ist Stufe 7 auf jeden Fall. Okay, das heißt, die beiden Aufgaben da unten sind auf jeden Fall drin. Also die beiden Aufgaben da drüben. Das sind Quests, die können wir auf jeden Fall erledigen. Dafür reicht unser Level. Das ist zu empfehlen. Aber gut, ich würde sagen, das war's für diesen Part von Horizon Zero Dawn. Bis zum nächsten Mal und ciao!